Was passiert, wenn Trump zurückkommt? Bereitet man sich im Bundestag darauf überhaupt vor? Ja, unter anderem mit der Donut-Strategie. Prefacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Die Donut-Strategie geht so. Wir bauen einen Kontaktring als Puffer um Donald Trump auf. Das heißt, dass man zu den wichtigsten Republikanern um Donald Trump herum bereits gute Kontakte aufbaut und pflegt. Das Ziel? Wenn wir diese Kontakte haben, können wir in Fällen, die von Trumps Entscheidung abhängen, aber eben auch auf andere Entscheidungsträger einwirken. Hier ein Beispiel. Gibt es einen Zollstreit zwischen der EU und den USA, dann schadet das nicht nur der EU, sondern auch einzelnen US-Bundesstaaten, die stark von europäischen Produkten profitieren. Beispielsweise Maschinen oder Medizinprodukte. Daher etablieren wir Beziehungen zu Gouverneuren und Senatoren, die als Verbündete dann antieuropäische Gesetzgebung verhindern können. Für uns ist unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Michael Link bereits fleißig dabei, diesen Kontaktring aufzubauen. Das ist aber natürlich nur ein Teil. Wir müssen weiterhin unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken und für eine faire Lastenverteilung innerhalb der NATO sorgen. Die Beziehungen zu den USA zu stärken ist auf jeden Fall relevant. Auch wenn noch gar nicht klar ist,